Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. In Niederfronas Begegnungsstätte Lindenhof wurde am 25. August ein ganz besonderer Empfang durchgeführt. Die Jüngsten der Gemeinde wurden begrüßt. In einigen Kommunen hat der Babyempfang schon Tradition. In Niederfrona? Tradition hat es noch keine, weil wir das heute das erste Mal machen. Und bisher haben wir ja die Babybesucher immer persönlich gemacht, sind nach Hause gegangen. Aber uns hat ja Corona ausgebremst und somit war das von 2019 an nicht mehr möglich. Und natürlich, da sich Corona ja hingezogen hat bis jetziger Zeit, haben wir uns Gedanken gemacht und haben gesagt, wir bündeln das und laden alle Babys mit ihren Muttis und Vatis zu uns hierher ein, in den Lindenhof, machen einen Kaffee trinken. Begrüßt wurden Niederfronas Jüngste und deren Eltern von Mitgliedern des Gemeinderates sowie von Vertreterinnen des Kindergartens Pfiffikus. Wir sind ja drauf und dran, weil wir viele Kinder, wie wir hier ja sehen, als Nachwuchs haben, dass wir unseren Kita erweitern. Und genauso wie in der Schule, denke ich, sind wir darüber über Nachdenken, wie können wir noch ein, zwei, drei Klassenzimmer mehr, weil wir werden dieses Jahr 24 Kinder einschulen und nächstes Jahr sogar 28 Kinder einschulen. Und wir kommen dann an die Grenze, wo natürlich aus einer Klasse zwei gemacht werden müssen und wir letzten Endes ja noch Klassenräume brauchen. Und da sind wir jetzt über dem Verhandeln und über dem Nachdenken, wie können wir das in unserer Schule noch realisieren. Es gab Zeiten, in denen der Schulstandort Niederfrona auf der Kippe stand. Dass es nun eng in der Schule wird, hat auch damit zu tun, dass sich in der Gemeinde vermehrt junge Familien angesiedelt haben. Also wir können natürlich hier in Niederfrona sehr zufrieden sein. Ich glaube auch, das ist ein gewisser Ausdruck und bestätigt an sich unsere Politik, die wir bisher betrieben haben, mehr auf Einwohner zu setzen, als wie Gewerbegebiete zu machen, wo es uns ohnehin schwerfällt, weil wir nicht direkt ein Gebiet hätten, was wir ausschreiben können als Gewerbegebiet. Somit haben wir uns dazu entschieden, die Altbausubstanz noch besser auszunutzen bzw. Lückenbau zu machen, damit wir in Zukunft mehr Einwohner haben und damit natürlich auch viele junge Familien hier nach Niederfrona ziehen. Und ich muss eins sagen, bei uns gehen wöchentlich 2 bis 3 Anträge ein, wo man sagt, habt ihr ein Stück Grundstück für uns oder habt ihr ein altes Haus für uns? Wir möchten gerne hier nach Niederfrona. Für uns hier, denke ich, eine sehr positive Entwicklung. Dass es eine Schule und einen Kindergarten im Ort gibt, ist auf jeden Fall von Vorteil. Wir haben hier Bäcker, wir haben hier Fleischer, wir haben hier einen Arzt hier in Niederfrona. Wir haben vor allen Dingen, wo ich auch froh drüber bin, wir haben Aldi hier erhalten in Niederfrona, die große Einkaufsstelle. Und wir können eine Hebamme hier anbieten. Und also ich sage, und viele Kleingewerbe, die auch, denke ich, zu Corona-Zeiten weiter gearbeitet haben und wir das letzten Endes gar nicht so gespürt haben. Und wenn man sich am 25. August im Lindenhof umgeschaut hat, auch das Miteinander scheint zu funktionieren, so dass der Babyempfang vielleicht auch in Niederfrona zur Tradition wird. So wie sich das heute und jetzt ja anlässt, glaube ich schon, dass man gewillt ist und sagt, Mensch, das ist eine gute Idee, wir sollen das einfach fortsetzen. Freilich gab es für Niederfronas jüngste Einwohner auch ein Begrüßungsgeschenk. Das große Familienfoto durfte ebenso nicht fehlen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Sanitätshaus Desinfekta Wutzke, der Partner für Kliniken, Alten- und Pflegeheime sowie der Pflege zu Hause. Spezialisiert haben wir uns auf die Versorgung der Patienten mit Inkontinenzhilfen. In dieser Branche arbeiten wir bundesweit und sind anerkannter Partner aller gesetzlicher und privater Krankenkassen. Wir beraten und betreuen unsere Patienten kompetent, auch in anderen Bereichen.
Wir bieten eine große Auswahl an Reha-Mitteln. Besuchen Sie unsere Ausstellung. Zu unserem Sortiment gehören neben Kranken- und Pflegebetten, Toilettenstühlen und Behindertentechnik eine große Auswahl an Rollatoren und andere Gehhilfen. Wir führen viele medizinische Produkte ohne Eigenanteil. Das heißt, unsere Patienten zahlen nur die gesetzliche Zuzahlung. Schauen Sie sich in unserem Geschäft um oder bequem im Internet unter www.desinfecta.de. Auch hier können Sie bestellen. Wir liefern für den häuslichen Bereich und im Alten- und Pflegeheimbereich. Das Sanitätshaus Desinfecta Wutzke ist anerkannter Partner der Krankenkassen und nach DIN ISO 9001 zertifiziert. Dadurch garantieren wir unseren Patienten einwandfreien Service und kompetente Beratung durch unser Fachpersonal. Sanitätshaus Desinfecta Wutzke, der zuverlässige Partner für Gesundheit seit 1994. Telefon und Internet zu teuer? Die Technik soll bleiben? Wir liefern Telefon und schnelles Internet preiswert über Ihren Kabelanschluss. Erfahrene Techniker installieren vor Ort. Die Formalitäten erledigen wir. Vorhandene Rufnummern bleiben. Unsere Tarife sind flexibel. Lassen Sie sich telefonisch oder im Laden beraten. Wir finden die optimale Lösung für Sie. Nutzen Sie unseren Computer-, Drucker-, Telefon- und Sendersuchlaufkundendienst. Wir sind immer von Montag bis Freitag, 7 bis 17 Uhr für Sie da. Burgstedt, Chemnitzer Straße 11, parken vor der Ladentür. Am 27. und 28. August fand im Hohenstein-Ernsthaler Hüttengrund ein traditionelles Fest statt. Das 17. Hüttengrundfest. Nach den anderthalb Jahren Pause sind wir froh, dass es eigentlich wieder eins stattfindet. Froh waren genauso die Besucher, von denen so manche schon seit Anbeginn dem Fest die Treue halten. Gestern hatten wir trotz Regen eigentlich einen guten Besuch. Wir waren zufrieden. Hatten gestern die Pfaffenberger und hinterher eine Disco und hat wirklich allen Spaß gemacht. Wir haben schön gefeiert, endlich wieder mal losgelassen von allen Ängsten und Zwängen, was weiß ich nicht. Also, alles gut. Zu den Organisatoren gehörte noch 2019 der Saxoniade-Verein, der auch die Veranstaltungen Swinging Saxonia und das internationale Festival für Jugendblasorchester auf die Beine stellte. Der Verein löste sich 2020 auf, aber inzwischen haben wir einen eigenen Verein hier unten gegründet, also Feuerwehr Hüttengrund 1905 e.V., weil wir gesagt haben, wir müssen es wieder mit dem Verein machen. Es geht einfach darum, Spenden anzunehmen und zu verwalten. Das ging also alles so nicht mehr. Und deswegen haben wir dann gesagt, wir machen einen eigenen Verein. Die Freiwillige Feuerwehr Hüttengrund gehörte schon vorher zu den Organisatoren des Hüttengrundfestes, hatte aber noch keinen Verein. Wir sind im Moment 25 Leute im Verein. Und wir haben uns extra neue T-Shirts machen lassen, sodass wir alle eine einheitliche Kluft anhaben. Und wo drauf steht, wir sind ein Feuerwehrverein 1905 e.V. und wir sind stolz drauf, dass wir es gemacht haben. Vieles kannten die Besucher bereits. Es wurde in diesem Jahr aber auch Neues zum Fest aufgeboten. Wir haben dieses Jahr erstmalig eine Kinderreitschule, ein bisschen Schießbude, ein bisschen Ballwerfbude. Wir probieren immer was Neues aus. Wir wollen eigentlich gucken, dass wir das besser, noch besser vermarkten und noch schöner wird für die Bevölkerung hier im Hüttengrund. Was gleich blieb, war die viele Musik an zwei Tagen. Ja,
fast nur Live-Musik. Heute, wie gesagt, zwei Blasorchester. Einmal Blasmusikverein Merane 1968 e.V. Jetzt die Pfaffenberger und dann kommt Rockette, die dann eben zum Tanz aufspielen. Feste gibt es sehr viele. Was ist das Besondere an dem im Hüttengrund? Es ist die dörfliche Atmosphäre. Das ist das Schöne, dass hier alle miteinander gut können. Man hofft, dass das auch in Zukunft so sein wird. Wir machen einfach weiter. Weil, wie gesagt, wir haben Spaß hier. Wir als Feuerwehrverein haben Spaß an der Freude und es geht weiter. Am 28. August fand in Flöha das 18. Straßenfest statt. Von 14 bis 19 Uhr hatten Besucher auf der Rudolf-Breitscheid- und Puffendorfstraße die Möglichkeit, dies und das zu entdecken. Wenngleich Corona-bedingt das Programm nicht so umfangreich war wie die 17 Straßenfeste zuvor. Aber es gab zwei Bühnen, auf denen verschiedene Bands ihr Repertoire präsentierten. Jeans und Calico, die sind ein schönes Paar. Und so zumindest musikalisch ein breites Spektrum abdeckten. Wegen den Corona-Bestimmungen musste das Fest begrenzt werden und durften nur 999 Besucher gleichzeitig das abgesperrte Gelände betreten. Die Nacht der Schlösser erlebte nun am 28. August die 21. Auflage. Seit einigen Jahren findet die besondere Nacht nicht nur im Landkreis Zwickau statt, sondern wird zusammen mit dem Landkreis Mittelsachsen durchgeführt. 11 Schlösser und Burgen präsentierten sich diesmal. Seit Anbeginn dabei ist das Schloss Wolkenburg, das wie gewohnt im Lichterglanz erstrahlte und auf dem Schlosshof ein buntes Programm anbot. So unter anderem handgemachte Live-Musik von Inventures of the Fire, eine Band aus Limbach-Oberfrohna, die nicht wenige Klassiker der Rockgeschichte darbot. Für die Verpflegung der Besucher sorgten wieder Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Zu jeder halben Stunde fanden Schlossführungen statt. Manches durfte man auch allein erkunden, zum Beispiel, wer sich traute, den Folterkeller. Der besondere Höhepunkt war die Feuershow. Extra aus Leipzig angereist, Freaks on Fire.
Wer Lust hatte, Direktkandidaten und Kandidaten des Bundestagswahlkreises 163 kennenzulernen, konnte das am 1. September in der Parkschenke in Limbach-Oberfrohna. Der Jugendbeirat der großen Kreisstadt lud zum Jugendwahlforum ein. Also es ist das erste Mal, dass wir als Jugendbeirat das Jugendwahlforum wirklich so durchführen. Geplant ist eine Diskussions- und Informationsveranstaltung aller Direktkandidaten der Parteien, die im Deutschen Bundestag vertreten sind. Haben wir eingeladen, sind alle da oder auf der Anreise gerade. Geplant ist es wirklich erst als Podiumsdiskussion. Danach sollen Bürgerinnen und Bürger Fragen stellen können und am Ende als lockere Veranstaltung wirklich an dem Tisch mit ihrem Kandidat, mit ihrer Kandidatin ins Gespräch kommen, ungezwungen und sich wirklich ein eigenes Bild zur bevorstehende Bundestagswahl am 26. September machen. Wieso hat der Jugendbeirat so eine Veranstaltung auf die Beine gestellt? Es gab im Rahmen der Landtagswahl mehrere Wahlforen und dann haben wir geschaut, die Freie Presse tut sowas gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung organisieren. Da war Limbach als größte Stadt im Wahlkreis leider ausgenommen, sodass wir gesagt haben, dann müssen wir es in der eigenen Hände nehmen und uns ein Jugendwahlforum bzw. eine Diskussionsveranstaltung mit den Direktkandidatinnen und Direktkandidaten nach Limbach holen. Damit diese zu ihren Ansichten und Vorhaben mit Fragen gelöchert werden konnten. Die Mitglieder des Jugendbeirats konnten an der Erarbeitung der Fragen aktiv teilnehmen. Wir haben zwei Moderatoren aus dem Jugendbeirat uns mit dazu geholt, intensiv und auch vertrauensvoll mit der Stadtverwaltung, sodass wir heute, denke ich, ein sehr gutes Ergebnis präsentieren können. Was die Jugend und Politik angeht. Jugendliche sind Politik interessiert. Der Abstand zwischen Jugend und Parteien ist, was meine Einschätzung betrifft, noch relativ groß, sodass das die erste Möglichkeit sein soll, dass sich Jugendliche wirklich ein eigenes Bild bilden können. Wir tun in 2 Wochen als Jugendbeirat eine Jugendwahl in Limbach veranstalten. Das ist im Endeffekt eine U18-Wahl, dass Jugendliche auch da nochmal Partizipation an der Wahlurne präsentieren können und wir auch ein Meinungsbild von Jugendlichen in Limbach-Oberfrohna haben. Werden die Interessen der Jugendlichen genügend von der Politik beachtet? Jugendpolitik ist, was das betrifft, immer Minderheitenpolitik, da wir uns einfach die Demografie und den Altersdurchschnitt in Deutschland anschauen müssen. Dementsprechend ist, wenn man sich für Jugendliche einsetzen will, das ist immer eine Art Lobbykampf für Minderheiten. Ich denke, es gibt Parteien, die das gut, es gibt Parteien, die das weniger gut vertreten, sodass, denke ich, immer mehr getan werden kann. Aber dadurch, dass heute alle 6 Kandidatinnen und Kandidaten da sind, zeigt das zumindest, wir werden ernst genommen und das freut mich. Es sind einige Fragen, die Jugendliche interessieren. Wie geht es mit der Schule weiter? Die Covid-Pandemie hat verschiedene Missstände an Schulen aufgedeckt. Wie kann ich mich in meiner Heimatstadt, in meinem Heimatwahlkreis einbringen? Wie kann ich meine Heimat aktiv mitgestalten? Welche Zukunftsperspektiven habe ich bezüglich Ausbildung, bezüglich Studium in meiner Region? Wie komme ich, auch wenn wir jetzt von Limbach sind, wie komme ich als Jugendlicher ohne Führerschein mit dem Bus von Limbach nach Chemnitz und das Wichtigste ist auch wieder zurück? Das sind so ganz alltägliche Fragen, die Jugendliche interessieren. Und ich denke, das können wir heute auch mit besprechen. Jugendliche müssen sich Gehör verschaffen. Deswegen fordern wir, dass Jugendliche sich aktiv in Politik einbringen können. In Limbach-Oberfrohna ist es mit dem Jugendbeirat schon aktiv geschehen. Wir haben einen Jugendbeirat, wir haben einen Arbeitskreis Jugend. Wir haben einen Stadtrat, der auch gleichzeitig im Jugendbeirat ist. Bedeutet, Jugendliche, gerade in Limbach-Oberfrohna, können sich schon aktiv in die Kommunalpolitik mit einbeziehen. Wir haben Landesschülerräte, wir haben Bundesschülerkonferenzen, die wirklich stärker einbeziehen, die gewählten Repräsentanten wirklich mit ins Boot holen, wenn Entscheidungen getroffen werden. Und ich denke, das ist ein erster Schritt, Jugend wirklich zu beteiligen. Am 1. September konnten sich die Gäste der Veranstaltung anhören, wie die Bundestagskandidaten über so manches Problem denken. Albert Einstein meinte einmal, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. In fast 1300 Kommunen in Deutschland sowie in 21 anderen europäischen Ländern verlegte Gundo Demnig Stolpersteine. Am 27. August war zu Gast in Flöha, wo er im Beisein der Bundestagsabgeordneten Veronika Bellmann, des Oberbürgermeisters Volker Holuscher und anderer Kommunalpolitiker in der Augustusburger Straße einen weiteren Stolperstein verlegte. Gewidmet ist er Werner Lichtenstein, der, geboren 1926, hier in Flöha lebte, seit 1930 in verschiedenen Heilanstalten untergebracht war und am 29. August 1940 im Rahmen der Aktion T4 in der Euthanasieanstalt Pirna-Sonnenstein ermordet wurde. Mit ihrem Euthanasieprogramm verfolgten die Nationalsozialisten im Dritten Reich die Absicht, Menschen mit geistigen
und körperlichen Behinderungen zunächst auszugrenzen und zu isolieren. Später wurde das Leben vieler dieser Menschen ausgelöscht. Sie galten als genetisch defekt und würden nach NS-Auffassung die arische Rasse verunreinigen. Dieses Euthanasieprogramm war das erste Massenmordprogramm der Nationalsozialisten im Dritten Reich. Es ging dem Völkermord gegen die Juden etwa 2 Jahre voraus. Mit verschiedensten radikalen eugenischen Maßnahmen zielten sie darauf ab, die rassische Integrität Deutschlands wiederherzustellen. Um das ganze Programm zu verschleiern, wurden die potenziellen Opfer nicht gleich nach Pirna Sonnenstein verlegt, sondern befanden sich in der Zwischenzeit nochmal 6, 8 oder 12 Wochen in anderen Anstalten. Arnsdorf, Hubertusburg, Hochweitschen, nur einige zu nennen. Am 29. August 1940 wurde er, wie es hieß, auf Anordnung des Reichsverteidigungskommissars zusammen mit, eine große Zahl, 117 weiteren Personen aus Arnsdorf mit einem sogenannten Sammeltransport in die Euthanasieanstalt Pirna Sonnenstein verlegt und dort noch am selben Tag per Gas, also ermordet. Zur Verschleierung der Todesumstände, das finde ich sehr tragisch, gab die NS-Behörde in Berlin-Tiergarten, Sie sagten es gerade, T4, falsche Daten an. In über 50% der Ermordeten war das so. So verstarb Werner Lichtenstein angeblich erst am 14. September 1940. Es gibt keine Kollektivschuld, aber es gibt eine Kollektivverantwortung. Und die haben wir hier zu tragen. Und ich denke, dass wir das mit der Aktion von Günter Demmlich, der das seit Jahren mit einer großen Beharrlichkeit macht, dieser Verantwortung nachkommen. Es muss aus den Orten kommen. Es sind meistens Heimatvereine, Geschichtsvereine, die das initiieren. Aber es gibt auch Schüler, die das schon initiiert haben, Privatpersonen oder Angehörige aus Amerika oder aus Israel, die das initiiert haben, vorgeschlagen haben, wir möchten das machen. Es kamen einmal 2 Schwestern, eine aus Kolumbien, andere aus England, aus Schottland, dazu zur Verlegung. Sie waren über einen Kindertransport gerettet worden. Ihre Eltern sind in Auschwitz ermordet worden. Und sie standen da, hatten sich seit 60 Jahren nicht gesehen und haben sich so gefreut und gesagt, jetzt sind wir mit unseren Eltern wieder zusammen. Also bei aller Trauer, die natürlich erstmal da ist, aber dann die Freude, dass so etwas passiert, dass solche Steine verlegt werden. Am Gerätehaus der Lichtensteiner Feuerwehr war am 28. und 29. August mächtig was los. Nachdem man im vergangenen Jahr Corona-bedingt pausieren musste, durfte nun das bekannte Feuerwehrfest stattfinden. Zum Glück, denn es galt Jubiläen zu feiern. Ja, wir haben quasi in diesem Jahr doppeltes Jubiläum. Einerseits die Feuerwehr Lichtenstein 160-jähriges Bestehen und die Blaskapelle mit 70-jährigem Bestehen. In der Feuerwehrblaskapelle Rötlitz selbst gab es zusätzlich noch Jubilare, die vom Bürgermeister Thomas Nordheim ausgezeichnet wurden, der zuvor selbstverständlich der Kapelle als Gesamtes gratulierte und neben der Orchidee einen kleinen Scheck überreichte. Separat ausgezeichnet wurde der musikalische Leiter der Blaskapelle, Arndt Knutzon. Er erhielt die Dirigentenschnalle in Gold. Darf in Zukunft deine Brust schmücken? Herzlichen Glückwunsch, 25 Jahre musikalische Leitung. Ausgezeichnet wurde außerdem Günter Schelling für 50 Jahre Förderung der Musik. Ihm wurde dafür die Ehrennadel in Gold mit Diamant überreicht. Herzlichen Glückwunsch und wir freuen uns auf das nächste Jubiläum, 75 Jahre und 50 Jahre. Die nächsten Tage heute wünschen wir gutes Gelingen bei dem Konzert. Mit zünftiger Blasmusik sorgten die Rötlitzer am Nachmittag für die musikalische Unterhaltung. Und
Unterhaltung gab es ebenso reichlich auf dem großen Hof des Feuerwehrgerätehauses. Eine riesen Hüpfburg ist aufgebaut. Wir haben einen Feuerlöschertrainer mit aufgebaut. Das Infomobil des Landesfeuerwehrverbandes ist mit da. Gleichzeitig macht der Rettungsdienst drüben Tag der offenen Tür, also auch da die Rettungswegen mit zu bestaunen, Geräteausführungen und Essen und Getränke ist natürlich auch ausreichend vorhanden. Angereist war außerdem die DRK-Rettungshundestaffel Westsachsen, die Einblick in die Arbeit einer Rettungshundestaffel gab. Bevor man mit den Hunden arbeiten kann, müssen die freilich erst ausgebildet werden, die Zweibeiner aber ebenso. Alle 2 Jahre werden die Prüfungen wiederholt. Und wenn die bestanden wurden, gibt es eine solche Plakette. Ausgebildet werden die Rettungshundeteams für die Flächensuche. Ziel ist es, Menschen, die in hilfloser Lage sind, zu suchen, zu retten und zu helfen. Einen kleinen Einblick, wie so etwas abläuft, erhielten die Besucher zum Feuerwehrfest. Was die Freiwillige Feuerwehr Liechtenstein anbelangt. War natürlich ein schwieriges Jahr für die Feuerwehr Liechtenstein. Die Planung dieses Festes dauert eigentlich immer schon seit Anfang des Jahres an. Für dieses Jahr war es schwierig, weil wir nicht wussten, wie es Corona-bedingt weitergeht. Bestimmte Sachen müssen aber einfach schon Monate im Voraus geplant werden, sodass wir uns im März dafür entschieden haben, die Planung ganz normal durchzuziehen. Im schlimmsten Fall hätten wir das Fest eben dann kurzfristig absagen müssen. Nicht nur was das Feiern angeht, verlief vieles anders. Zum Beispiel die Jahreshauptversammlung. Die musste man erstmalig in den Sommer verlegen, weil es im Winter eben, wir haben es sonst immer im Januar, Corona-bedingt nie möglich war. Dann haben wir es im Sommer im Freien auf dem Hof gemacht. Das war im Premiere dieses Jahr das erste Mal. Die Freiwillige Feuerwehr Liechtenstein hat also Gesamtstärke aktuell 113 Kameraden. Die Jugendfeuerwehr aktuell oder immer noch mit 30 Kameraden. Proppe voll. Dort herrscht aktuell Aufnahmestopp, weil es dann irgendwann durch die Ausbilder, Anzahl der Spinde, der Räumlichkeiten einfach nicht mehr zu handeln geht. Das hört man gern, dass der Nachwuchs nicht fehlt. Aber? Also zu Corona-Zeiten hat die Ausbildung der Jugendfeuerwehr komplett geruht. Auch die Ausbildung der Aktiven hat komplett geruht. Mit zunehmender Öffnung und sinkenden Zahlen haben wir uns dann langsam vorgetraut und haben mit kleinen Gruppen, also 5-Mann-Gruppen in großen Abständen, dann die Themen, die wichtigen Themen, die wichtigsten Themen als erstes behandelt. Wir wissen, bestimmte Sachen müssen wir regelmäßig üben und trainieren, schon aus versicherungsrechtlichen Gründen. Und die haben wir natürlich dann primär dann abgearbeitet. Einsätze mussten trotzdem gefahren werden. Ja, also einsatztechnisch aktuell sind wir beim Einsatz Nummer 92 in diesem Jahr. Das ist etwas weniger als in den vergangenen Jahren. Es gab, sicher auch wegen des Corona-Lockdowns, weniger Verkehrsunfälle. Wir haben ja nicht nur Brände abzuarbeiten, sondern auch allerhand technische Hilfeleistungen, angefangen von Verkehrsunfällen oder kleinen Türnotöffnungen oder sonstigen Sachen. Die Leute sind natürlich weniger draußen rum unterwegs, deshalb auch die Anzahl der Verkehrsunfälle geringer geworden. Um ordnungsgemäß retten, löschen, bergen oder schützen zu können, benötigen die Feuerwehren die entsprechende Technik. Und die muss, wenn sie in die Jahre kommt, manchmal ersetzt werden. Wir haben ein Fahrzeugeablösekonzept. Also es müssen auch immer wieder alte Fahrzeuge instand gehalten bzw. dann auch ersetzt werden. Die Fördermittel in diesem Jahr wurden leider sehr, sehr weit zusammengestrichen vom Land, sodass die geplante Beschaffung des LFC in einem Ort leider nicht durchgeführt werden kann. Muss eben jetzt auf die nächste Möglichkeit gewartet werden. Dafür gab es vom Bürgermeister zum 160. Geburtstag der Liechtensteiner Feuerwehr einen kleinen Scheck und symbolisch für die notwendige gute Stimmung im Team habe ich eine Orchidee mitgebracht, weil du darfst sie dir Corona gleich selbst übernehmen. Symbolisch sind natürlich für jedes Jahr 1 Euro, sprich wir haben 160 Euro dazu gelegt. Es gibt ein Glückwunschschreiben, auch dieses ist Desinfektionsmittel und Getränkeinsicherung. Für die Verpflegung ihrer Besucher sorgten die Feuerwehrkameraden an den 2 Festtagen wieder ausgezeichnet. Für den 27. August hatte die Feuerwehr Bräunsdorf zu einer Festveranstaltung eingeladen, zu der Vertreter anderer Ortswehren von Limbach-Oberfrohna begrüßt wurden, aber auch aus Niederfrohna. Allesamt überreichten sie Geschenke, denn die Ortsfeuerwehr Bräunsdorf feierte das 135. Jubiläum. Was sich in den 135 Jahren bei der Wehr in Bräunsdorf zutrug, erfuhren die Geburtstagsgäste vom Wehrleiter Christian Peters bei seiner Festansprache, die mit vielen historischen Bildern verziert wurde. 135 Jahre Feuerwehr Bräunsdorf.
Es gab vieles zu erleben, es wurde viel gebaut, es wurde viel gemacht. Und das ohne die Kameradschaft der Kameraden, was da nicht möglich gewesen wäre sonst, das so darzustellen, wie wir jetzt sind. Und wir als Feuerwehr Braunsdorf mit 1200 Einwohnern haben hier ein bombastisches Gerätehaus, was natürlich uns als Kameraden natürlich stolz macht und hier das natürlich in Würde halten wollen und natürlich einige Verschönerungen vielleicht in den nächsten Jahren noch dazukommen können. Eingeweiht wurde das Gerätehaus im September 2019 mit einem großen Fest und einem Tag der offenen Tür. Die Braunsdorfer Wehr hat 30 aktive Mitglieder, haben 12 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr, 6 Mitglieder in der Kinderfeuerwehr und dann nochmal 14 Mitglieder in der Alters- und Ehrenabteilung. Die Wehr aus dem doch sehr kleinen Ort ist in mancherlei Hinsicht herausragend, zum Beispiel beim Feuerwehrsport. Ja genau, Wettkämpfe, die letzten 2 Jahre leider durch Corona etwas ausgefallen. Die Kameraden von uns jetzt sind wieder stark dabei. Die nächsten Wochen werden mehrere Wettkämpfe wieder viel oben an der See stattfinden, wo natürlich einige Kameraden von uns bei der Sachsenauswahl mit starten. Und wenn das coronatechnisch nächstes Jahr möglich sein sollte, dann wieder bei der DM in Thüringen mitlaufen werden. Corona hat nicht nur den Feuerwehrsport stark beeinträchtigt. Kürzer treten musste man auch bei anderen Dingen. Also Jugendfeuerwehr, Kinderfeuerwehr mussten wir die Ausbildungen leider komplett stagnieren lassen. Wir haben dann aber, sobald es wieder freigegeben worden ist von der Stadtverwaltung bzw. von der Gemeindejugendfeuerwehr, haben wir wieder mit Diensten angefangen und haben es jetzt etwas kompensiert, indem wir doppelte Dienste eingeschoben haben, also die doppelte Anzahl an Diensten, um einfach wieder mit den Kindern auf einen guten Stand zu kommen und nach Rücksprache mit den Jugendwort und Kinderwort, die einfach eine super Arbeit machen, sind die Kinder und Jugendlichen fast auf dem gleichen Stand wie vor der Pandemie. Die Feuerwehr Braunsdorf ist, wie das bei vielen freiwilligen Wehren der Fall ist, aktiv an der Gestaltung des Ortslebens beteiligt. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel gemacht bei Dorffesten, Heimatfesten. Man sieht das selber heute Abend. Da auch nochmal einen großen Dank an den Heimatverein, der uns hier unterstützt, dass wir feiern können. Und so machen wir es auch bei Ihnen. Also wenn die eine Festlichkeit haben, unterstützen wir als Feuerwehr. Aber auch die restlichen Vereine, Federball, der Gartenverein und so weiter. Wir machen große gemeinsame Feste und bei kleineren Festen sind wir halt immer gemeinsam vertreten. Die Mitglieder des Feuerwehrfördervereins hatten viele Jahre das berühmte Braunsdorfer Seifenkistenrennen veranstaltet. Dem folgte das Bobbycar-Rennen, ein Spektakel für Groß und Klein. Von den Kleinen macht vielleicht mal jemand bei der Feuerwehr mit. Ja, Helden gesucht, wir hatten das vorhin schon angesprochen. Also derzeit sieht es ganz gut aus bei uns. Wir müssen wirklich sagen, mit den 6 Kindern der Kinderfeuerwehr und auch die 12 Kameraden der Jugendfeuerwehr ist wirklich eine große Nummer. Wir haben die Jugendwörter, Kinderwörter gesagt, das reicht das mal. Natürlich muss man auch mit den Kindern irgendwo zurechtkommen, weil natürlich das ein kleiner Bienenhaufen ist, der natürlich teilweise auch Blödsinn im Kopf hat und das natürlich irgendwo zu kompensieren. Bei den Großen, heißt in der aktiven Wehr, sieht es ein wenig anders aus. Ja, natürlich, aktiv immer, Quereinsteiger sind gut immer gesucht, mehr oder weniger. Ist natürlich viel Ausbildung, die dran steckt, aber man macht die Erfahrung mit Quereinsteigern, die irgendwo ein gesetztes Leben haben, die irgendwo vielleicht ein Haus haben oder irgendwo in Braunsdorf schon fest ihre Wurzeln haben, dass die natürlich auch lange erhalten bleiben. Aber auch sonst Jugendliche, die irgendwo jetzt gleich in die Aktive treten können, natürlich sind die gern willkommen und da haben wir immer ein offenes Ohr, sind eine junge Truppe und ich denke, da kann jeder mit dabei sein. Was die Einsätze der Feuerwehr betrifft, die letzten Jahre ging es eigentlich immer Richtung 12, 13, 14 Einsätze, mal mehr, mal weniger. Viele auch solche Sonderlagen, wo Hochwasser, Sturmlagen mehr oder weniger dabei gewesen ist. Und wo wir als Braunsdorf halt natürlich irgendwo mit zum Zuge kommen. Einer, der großen Anteil an der Entwicklung der Ortsfeuerwehr Braunsdorf hatte, war Reinhard Darnert. Er ist am 13.01.1973 in die Feuerwehr Braunsdorf eingetreten und wurde nach 10 Jahren Mitgliedschaft in der Feuerwehr Braunsdorf im Februar 1983 zum Wehrleiter berufen. Und diese Funktion übte er bis Februar 2006 aus. Seine erste große Bewährungsprobe musste er schon am 18.11.1983 beim Brand bei der Familie Dröger bestehen. Er war jung und dynamisch und die anderen Kameraden sind alle losgefahren mit dem Fahrzeug. Und der Reinhard, der müsste erst noch anrufen, weil das ja nicht so war wie früher oder wie jetzt, dass es dann Piepser gibt und über die Leitstelle alles geht. Er müsste erst noch vom Bäcker nach Limburg anrufen, dass die anderen Feuerwehren
von Limburg auf Rhone an Rühlsdorf mit nach Bräunsdorf ausrücken zur Brandbekämpfung. Also ist er straffen Schrittes dann hinterher gerannt. Ich weiß es bloß von erzählen, muss ich dazu sagen, ich war damals gerade nicht im Ort. Volkmar Burkhardt war der stellvertretende Ortswehrleiter. Er berichtete von den Verdiensten seines ehemaligen Chefs, vermengt mit kleinen Anekdoten aus der gemeinsamen Zeit. Die schöne Erinnerung habe ich auch noch an die 100-Jahr-Feier der Feuerwehr Röhrsdorf, wo wir dann abends, oder ich abends dann die Kameraden nach Hause gefahren habe, wie das so üblich ist. Die alten Kameraden wollten zuerst nach Hause, ist klar, die etwas jüngeren haben mich dann geärgert und haben gesagt, der geht jetzt nach Baden, in der damaligen Strumpffabrik. Sprich jetzt beim Jürgen Voss im Bühl. Habe ich doch kein Problem, wenn das Dorf ist, ich fahre dorthin. Das machst du nicht. Ich habe es getan. Nachfolgend hat natürlich das Problem, dass der Reinhard montags zu unserem APV jetzt Ortspolizist gehen müsste zu Werner Steinbach. Aber er hatte dort davor Verständnis, wegen nächtlicher Ruhestörung. Als Bräunsdorf 1998 nach Limbach-Oberfrohna eingemeindet wurde, wir wollten die Feuerwehr als Ortsfeuerwehr, nicht als Gemeindestelle. Wir wollten unsere Schüler halten, wir wollten den Kindergarten halten. Und ich muss sagen, was wir hart erkämpft haben, war bei den anderen freiwilligen Eingemeindungen selbstverständlich, dass es Ortsfeuerwehren gab und keine Gemeindestellen. Und das ist ein Verdienst, den wir in Reinhard dort schon voll mit auf die Fahne schreiben müssen. Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Chemnitzer Land, Mario Legies, war zu Gast, um Reinhard Darnold besonders zu würdigen. Für besondere Verdienste im Feuerwehrwesen für die Förderung des Brandschutzes im Kreisfeuerwehrverband Chemnitzer Land e.V. wird Kamerad Reinhard Darnold, Freiwillige Feuerwehr, Limbach-Oberfrohna, Ortsfeuerwehr Bräunsdorf, mit der Verdienstmedaille des Kreisfeuerwehrverbandes Chemnitzer Land e.V. ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch. In Glückwünschen schlossen sich der Oberbürgermeister Dr. Jesko Vogel, der Ortsvorsteher und Vertreter der Gemeindewehrleitung Silvio Pester sowie die jetzige Ortswehrleitung an. Ich möchte erst mal eins dazu sagen, ich bin sehr schön angetan von dieser Auszeichnung, ist nicht selbstverständlich. Und ich möchte erst mal eins sagen, ich bin Wehrleiter geworden, weil die Alterskameraden damals 1983 das wollten. Das ist unwahrscheinlich, war damals jemand ausbauen. Und da sind die ziemlich auf die Baustelle gekommen und haben gesagt, wir wollen, dass du unser neuer Wehrleiter wirst. War für mich ein Novum. Ich war damals 27 Jahre, war damals im Kreis der jüngste Wehrleiter. Das war eine interessante Geschichte. Und die Kameraden, die da noch da sitzen, die ältesten Kameraden, das waren damals meine aktiven Kameraden, das muss man sich mal vorstellen. Die waren damals teilweise über 40, 45. Die waren aktiv, das ist heute unvorstellbar. Wer heute vielleicht 50 wird oder so, der sagt, ich möchte gerne in der Altersabteilung. Das waren meine aktiven Kameraden. Und denen möchte ich auf alle Fälle an dieser Stelle schon mal ein ganz herzliches Dankeschön sagen. Und das war eine wunderbare Zeit für mich. Und diesen Kameradinnen und Kameraden, die ich damals hatte an meiner Seite, denen gebührt die Ehre, die ich heute erhalten habe, ist wirklich so. Du kannst als Wehrleiter noch so gut sein, wenn du deine Leute nicht an deiner Stelle hast, bist du nichts. Und da müssen wir eigentlich hinkommen. Eigentlich brauchen wir mehr Eigeninitiative und nicht mehr Vorgaben. Das ist eigentlich das, was ich will. Und die Feuerwehren in Limburg-Oberfrohna, die Ortswehren, machen das aus meiner Sicht sehr gut. Und eben hier exemplarisch sind seit 135 Jahren. Und das müssen wir eigentlich gemeinsam weiter stärken. Dazu wollte ich Ihnen eigentlich heute gratulieren, weil wir haben alle Ortswehren sind bei uns sehr gut, muss ich sagen. Aber die Ortswehr in Bräunsdorf ist auch von der Anzahl der Mitglieder, wenn man das im Verhältnis setzt, zu der Anzahl der Einwohnerschaft des Ortsteils Bräunsdorf, auch von den Aktivitäten, die haben Sie angesprochen, Sportbereich, ein gutes Beispiel und sind eben sehr viele Leute engagiert. Ein Geschenk hatte der OB auch mitgebracht. Also ich habe einen Wimpel anfertigen lassen, das auch immer mit dem heutigen Tag und nochmal ein paar Euro, die Sie mit dem Förderverein entsprechend verwenden können, wie Sie möchten. Herr Peters, das würde ich Ihnen gerne noch überreichen und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nie zuvor müssten sich die Feuerwehren und deren Mitglieder einer solchen Herausforderung stellen, wie in dieser aktuellen Zeit.
Und genau deshalb freue ich mich riesig, dass wir uns heute hier persönlich treffen. 135 Jahre Feuerwehr Brennsdorf ist ein schöner Anlass, um sich zu treffen und uns zu feiern. Eine Feier, bei der man auf das Geleistete zurückblicken kann und bei dem man sicherlich nur mit einem Auge schon auf die nächsten Schritte schielt. Ich denke, die Feuerleitung weiß, was ich meine. Das Nächste, was eigentlich bei uns groß ansteht, was wieder eine große Investition wird, die wir natürlich nicht ohne die Stadtverwaltung leisten können, ist ein neues Löschfahrzeug. Unser ist jetzt schon in die Jahre gekommen. Und ansonsten haben wir so kleinere Wünsche mit Verschönerungen vom Gerätehaus, Beleuchtung der Außenfassade, mehr oder weniger mit dem Bild der Baldaufspritze. Das ist so geplant derzeit. Und da müssen wir halt schauen, was jetzt so die nächsten Jahre noch kommt. Dieses Jahr haben wir uns sehr auf die Ausbildung der Kameraden fixiert, um einfach diese Corona-Pandemie mehr oder weniger etwas zu kompensieren und haben etwas weniger in Eigenleistung am Gerätehaus gemacht, zumal ist es ja noch recht neu. Also Baumaßnahmen sind ja derzeit noch nicht notwendig. Einige Wünsche, die die Ortsfeuerwehr hat, können dank des Feuerwehrfördervereins erfüllt werden. Mal wünschen sich unsere Kameradinnen und Kameraden Utensilien für die Küche. Mal möchten Sie einen Mannschaftstransportwagen, welchen wir mit ca. 11.500 Euro finanziert haben, um extra Wünsche zu erfüllen. Anlässlich des 135-jährigen Jubiläums haben sich die Kameradinnen und Kameraden neue T-Shirts gewünscht. Auch diesen Wunsch konnten wir natürlich nicht abschlagen. Weil Silvio Pister in Doppelfunktion vor Ort war, gab es von ihm zwei Geschenke. Das ist, denke ich, mal so ein Geburtstag, sollte man mal feiern. Wir haben einen kleinen Tropfen mitgebracht zum Anstoßen. Wie gesagt, dass wir die Kameradschaft wieder ein bisschen beleben. Und für die Kleinen, die den Tropfen noch nicht mehr trinken können, hier sind noch ein kleiner Gutschein mit dran, da kriegen wir für euch auch noch was dazu. Wie gesagt, die ganz mit leeren Händen, dass man vor dem Verdauer noch was ordentliches im Bauch kriegen, gibt es auch einen kleinen Gutschein für den Fleischer.